herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weitnetz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind wieder dabei, herauszufinden, was wir hier auf dieser Insel machen und was unser Ziel eigentlich genau hier ist. Und den Schwarm zu überzeugen, dass das Spiel doch das Geld wert ist und einfach nur klasse ist. So, okay, das ist das, was wäre das schöne Insel. Kann ich eigentlich tauchen? Nee, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht springen. Gut, wir haben diese Rätsel gelöst, letztens. Moment mal, haben das aktiviert. Moment mal, was ist eigentlich jetzt? Doch, das haben wir gelöst, ja. Nee, das war Neues. Moment mal, das war letztens nicht. Glaube ich zumindest. Bin schon so unsicher wieder. Haben wir es gehabt oder haben wir es nicht gehabt? Werden wir gleich sehen. Okay. Alles klar. Nee, das was Neues. Oh je, es geht hier lang. Okay. Neues Rätsel auf dieser Seite. Okay. Okay, das kann schon mal nicht stimmen. Das kann auch nicht stimmen, das auch nicht. Okay, wir müssen hier durch. Weiter, 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 weiter. So. Nee. Da geht's nicht weiter. Hier kommen wir zueinander. Ah, okay. Okay, gut. Nein, das kann nicht sein, da komme ich nicht raus. Okay. Das muss mal so sein, sicher. So. Und so, sehr gut. Oh Gott. Das hier verwischen in die Wire. Hier lang. Hier, hier, hier. Lol, das sieht. So. Okay, wir haben das grüne Kabel aktiviert. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Das haben wir ja vor letzter Folge auch schon gesehen. Haben wir dann zuerst die Hütte gemacht. Okay, anscheinend geht es zum Tor da drüben. Was ist denn das da, eine Ruine? Was haben wir hier? Irgendwelche Reifen, die hier wirklich rumstehen, wie? Okay, gehen wir zum Tor. Da geht es offensichtlich weiter. Und dann schauen wir uns dieses Rätsel an. So, okay. Das war das Ding, wo man die Punkte miteinander verbinden musste. So. Okay. Dann ist da oben ein Rätsel, das anscheinend verschlossen ist. Halt. Okay, ich komme nicht durchs Metall durch. Aber ich muss hier durch, wenn ich den Punkt bekomme. Na gut, da geht das wohl vorläufig noch nicht. Wieder nicht vorbeikommen. Okay, da haben wir einen Pult. Ich denke. Okay, hier können wir runterspringen. Sind wir ein Mann? Könnte du was sein, ne? Gut, dann schauen wir uns mal dieses Rätsel an. Ein doppelspuriges Rätsel. War
aber bis jetzt noch einfach. So. Okay. Aber gelöst. Oh, jetzt müssen wir doppelt überlegen. Ich denke, es ist dadurch. Falsch. Mal überlegen. Das geht nicht. Wir müssen mindestens hier ein bisschen, entweder hier runter, so hier hoch, und da bis hier, hier. Aha, okay, warte mal. Ich glaube, das müssen wir anders erledigen. Den Punkt müssen wir auch erreichen. Ah, oh, mein Gott. Ich könnte, das heißt, das geht gar nicht. Oder so. Dann blockieren wir uns gegenseitig. Moment mal, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Vielleicht bleiben wir zu weit. Vielleicht müssen wir tatsächlich die Richtung ändern. Und zwar so, nämlich. Vielleicht müssen wir echt. Okay, das geht dann nicht. Dann nehme ich den mit. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Nee. Das geht nicht. Ich denke, man muss schon oben durch. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mit der hier rüber gehe schlussendlich, aber es muss eine andere Lösung geben. Machen wir es mal so. Und dann so. Und dann so. Dann rein. Jetzt haben wir den Punkt nicht. Den Punkt da. Der eine Punkt ist das Problem jetzt. Wie könnte ich denn das machen? Warte mal, wir können es auch so machen, rein theoretisch. Darf den Punkt da aber nicht. Moment, andersrum. So. Was ja total falsch ist, weil es ja eher so ist. Jetzt müssen wir aber da den Winkel zuerst noch haben. Das heißt, wir müssen hier eigentlich rüber. So. Und jetzt komme ich dann vorbei. Das kann nicht sein. Wir müssen den Punkt vorher noch nehmen. Irgendwie. Wenn wir jetzt den Punkt hier einfach uns das holen. Und dann ausweichen. Da habe ich den Punkt wieder nicht. Boah, das ist echt knifflig jetzt. Das heißt, oben habe ich jetzt nicht. Wie mache ich denn das? So wär's einfach. Oder so wär's einfacher zu lösen. So hätte ich aus, hätte ich da den hier nicht. Das ist nicht ganz einfach jetzt. Da muss ich mal unten schauen, dass es das passend tut. Ah, warte mal. Stimmt, ich kann ja auch den Punkt holen gehen. Rein theoretisch.
Sieht gar nicht so schlecht eigentlich aus jetzt. Muss ich nur wieder dran vorbeikommen irgendwie. Das geht mal nicht, dann blockiere ich den Weg. Also. Das heißt, das geht schon mal nicht. So habe ich den jetzt ausgelassen. Ich denke, den müssten wir schon mitnehmen. Problem ist, wenn ich den hier hole, hole ich halt mal stehen nicht. Heißt, da müssen wir das anders machen. Müssen wir das hier so lösen. Jetzt so. Wie komme ich jetzt an einem vorbei? Ich komme gar nicht an einem vorbei jetzt. Wenn ich das jetzt so mache. Da kommt ein Stapel wieder nicht vorbei. Vielleicht, ich überlege ganz falsch wahrscheinlich. Irgendwie eine total logische Lösung. Ich komme nicht drauf. Wenn ich das hier mache, dann blockiere ich den Weg. Also, das geht schon mal nicht. Ja, ja, klar. Das geht schon mal nicht. Ein kniffiges Rätsel, hier zugeben. Das war auch schon mal eine Überlegung. Ob ich vielleicht... Hoppla. Falsch. So. Ob ich vielleicht... Dass er jetzt sogar mit dem hier lösen muss. Aber da habe ich noch weniger. Und das hat auch keinen Sinn, oder mal? Das hat auch keinen Sinn. Da komme ich dann. Nee, das geht nicht. So. Problem ist, wenn ich das hier mache, da kann ich nur von unten her noch hochkommen. Nur so kann ich das eigentlich noch machen. Mein Gott. Eben so würde ich so alles unten schaffen, da oben mit der einen nicht. Das geht ja nicht, okay. Dann überlege ich es mal so jetzt. So. Habe ich den einen wieder nicht. Ja, den habe ich nicht. Problem ist, ich muss ja den fast hier holen. Die Frage ist nur, wie. Boah, da habe ich jetzt sogar zwei nicht. Eigentlich ist das so eine Widerlinie, was ich vorstellen muss. Also, wenn ich den Punkt hier bekomme... Muss ja am Ende so reinfahren, eigentlich, rein theoretisch. Das heißt, eigentlich müsste ich eigentlich so, aber dann brauche ich diesen Punkt hier wieder. Weil diese, entweder komme ich, muss ich hier rein oder hier runter. Da ich auch den Punkt hier haben muss noch. Ich dachte, ich auch noch durch muss. Muss ich ja sozusagen eigentlich fast hier rein, hier raus, hier raus, hier raus. Okay, und hier durch müsste ich auch. Das heißt, eigentlich muss ich den hier machen. Habe ich beide. Okay, dann habe ich den nicht. Ich komme da wieder nicht vorbei.
Boah, ich bleibe an einem Rätsel hängen, jetzt unglaublich, oder? So fehlt mir wieder das eine. So, da fehlt mir das eine hier wieder. Den Stich muss ich auch hier haben. LOL. Unglaublich. Ja, na gut. Ich sage jetzt da mal nichts dazu. So, okay. Das scheint ja ziemlich einfach zu sein. Oh, okay, schon gefällt beim Anfang. Ist ja wirklich einfach. Das habe ich viel einfacher. So. Wir sind jetzt bereit. Den nächsten Stromkreis haben wir aktiviert. Und wenn ihr sehen möchtet, wie es weitergeht, schaltet unbedingt das nächste Mal ein von bei der Whiteness. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.